Ich könnte glücklicher nicht sein. Mein Wohlfühlformat Bachelor in Paradise geht in eine neue Runde. Wir gucken uns heute Folge 1 der neuen Staffel Bachelor in Paradise an. Ich bin so excited, because it's so good. So much is happening. Ihr werdet nicht enttäuscht sein, denn ich bin absolut begeistert. Wir schauen direkt rein. Wie immer gibt es die ganze Folge unten verlinkt bei RTL Plus. Let's go. Wie immer beginnt eine neue Staffel mit einer absolut schauspielerischen Glanzleistung von dem Bachelor, höchstpersönlich Paul Janke. Was ist das? Was passiert da gerade? Ne, und wer erscheint da dem Paul Janke? Paul Janke selbst. Wer wagt es, mich zu stören? Ich bin's, Paul. And the Oscar goes to Paul Janke. Heute ist dein Glückstag, denn ich bin hier, um dir deine Wünsche zu erfüllen. Wahnsinn. Also hier, wenn das Broadway-Musical Aladdin, sorry, I was in Australia once. Ich kann es nicht mehr hören. Aladdin nach Deutschland kommt, dann haben wir hier schon die Besetzung, steht fest. Paul Janke. Ich wünsche mir ein traumhaftes Paradies. Mit sexy Singles. Also ich wünsche mir auch ein traumhaftes Paradies, aber ohne sexy Singles. Ich will einfach meine Ruhe. Danke. Aber dieses Jahr bitte nicht so viel Drama. Das kann ich nicht versprechen. Warum schreist denn du so? Und ich bin natürlich der Barkeeper. Dein Wunsch ist mir Befehl. Ja, ich muss sagen, das mit dem Barkeeper, das ist mir schon besonders wichtig. Ich frage mich die ganze Zeit, ob Paul Janke wirklich gute Drinks mixen kann. Würde mich interessieren, hat er eine Ausbildung in dem Bereich. Endlich zurück im Paradies. Also Paul, du sagst dann, endlich zurück ins Paradies und dann machst du so. Ich liebe auch, das Intro bleibt. Es bleibt das Intro, es wird sich nichts geändert. Bin gespannt, wer darf zuerst in die Villa rein? Ich würde sagen, ich verknall mich schon sehr schnell. Is it the one and only? Jenna Mariah. Das ist ja deine Queen, dein Ein und Alles, deine einzige Queen. Hi. Hi. Cool, ich hätte nicht gedacht, dass du hier bist. Du auch hier? Jana Maria und Max begrüßen sich zuallererst. Wir haben es einmal in der Disco gesehen. Oh, wir haben den Flug verpasst. Das war der Song, so wollte sich Max vorstellen. Mutig. Ja, ich bin Max, bin 32 Jahre alt und war bei Maxim letztes Jahr dabei. Das ist auch witzig. Max und Maxim, wie ist da der Shipping-Name? Maxim? Warte mal, was würde der Bachelor dazu sagen? Wow. 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 Ich finde auch gut, dass es nochmal die gleiche Villa vom letzten Mal ist, weil ich bin ein Gewohnheitstier. Dann sagt sie noch, sie ist vegan und aber komplett vorbei. Und ich mag das so, wie es ist. Alles raus. Ja? Ich habe so eine Fangruppe. Die älteste ist 85 Jahre alt und die schreibt mir jeden Tag. Aber eigentlich ist das gar keine 85-Jährige, sondern ein 60-Jähriger Udo, der sich jeden Tag einen abkeult. Spaß! Das ist natürlich ein Fanclub. Wir lieben Fanclubs. Hey, wollt ihr eigentlich mal einen Fanclub für mich machen? Wisst ihr noch, als Fanpages ein Ding waren? Haben die Leute dann... Das ist gemein. Wenn die mich dann gemalt haben und dann habe ich das Bild gesehen und war so... So sehe ich aus. Das ist so gemein, das ist so gemein. Voll gemein, aber die Leute geben sich echt Mühe. Jetzt ist der Moment, wo ich gecancelt werde. Aber wenn die Leute vor allem mich gemalt haben, wo ich lache, weil Zähne malen, das ist das Schwierigste auf der ganzen Welt. Naja, gut. I'm a good girl. Ich bin Jana Maria. And I'm a good girl. Ich war echt richtig flashverliebt in Dominik. Das überrascht mich. Naja, wenigstens ist sie selbstreflektiert. Du küsst echt gut. Wow, das sind, ja. Das Ding ist, ich habe ganz vergessen, ich sehe den Dominik jetzt zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder auf meinem Bildschirm. Und ich habe den damals richtig gefressen und ich finde ihn immer noch ganz fürchterlich. Hey. Ich bin nicht klar drauf gekommen. Ich habe immer mein Bestes getan und ich habe das Beste versucht. Ich habe echt vergessen, dass
der und ich, ne? Wir sind no match. Ich muss schon am Ball bleiben und den Mann fürs Leben finden. Klar, wir sind doch alle hier für den Mann fürs Leben. Sicher. Sicher. Das wäre ja ein Hammer, wenn er mir einen Hochzeitsantrag machen würde. Stell dir mal vor, ich würde ja sagen. Jana Maria, halt, stopp! Wir sind bei Folge 1. Du bist noch nicht mal in die Villa eingezogen und du redest schon über deinen Heiratsantrag und wie du ja sagst. Das kann nur gut werden. Hallo? Hallöchen! Hallo. Wen haben wir denn da? Mein Name ist Jenny, ich bin 27 Jahre alt und man kennt mich von dem Bachelor Sebastian Preuß. Tut mir leid, ich kenne dich leider nicht. Ich glaube, ich krank bei der Staffel, also in der Folge krank. War an sich optisch schon mein Typ, aber das hätte intellektuell, glaube ich, nicht so ganz gepasst. Seit dem Bachelor hatte ich eine Nasen-OP, aber sonst habe ich nichts machen lassen. Voila, ich schwöre. Muss ich da mit meinen, hier, muss ich da mal gucken. Also die Stirn bewegt sich schon auffällig wenig. Was ja vollkommen okay ist, aber warte mal. Also da beim Lachen, selbst wenn sie lacht, da passiert nichts. Wie bei mir. Wie heißt du? Jenny. 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 Ja. Mal gucken, was die sich so zu erzählen haben. Ja, spannend. Der Max. Hat mich ein bisschen gewundert, dass ich ihn jetzt hier getroffen habe. Und, Was habt ihr denn getrieben? Ich hab noch ein Tattoo wegen dir. Ein Tattoo? Also, wir halten mal fest, Max kennt sowohl Jana Maria als auch Jenny schon von vorher. Das lassen wir jetzt so stehen. Ja, wir waren beide auf Mallorca, also da haben wir uns kennengelernt. Ich wollte mir unbedingt ein Tattoo stechen lassen und ich habe alle Leute überredet, dass die mit mir kommen. Naja, der Max hat ja schon einige Tattoos, das eine hin oder her. Ja, wir sind jetzt vollständig, ne? Nur wir. Okay. Komm, Dreierbeziehung. Ja. Ja, wieso nicht? Ja, wieso nicht? Wärt ihr für sowas offen? Eine Dreierbeziehung? Jana Maria, die weiß auch, she knows how to read the room. Wie man die richtigen Fragen im richtigen Moment stellt, ne? So eine Dreierbeziehung würde ich nicht nein sagen. Weil echt? Ja, wieso nicht? Krass. Sie meint es auch so völlig ehrlich, so, hallo, mein Name ist Jana Maria und zu einer Dreierbeziehung will ich nicht nein sagen. Straight into it. Ich bin Macher, kein Lacher. Ja, ja. Doch, wenn es offen gesprochen wurde ja. Und so, und wenn alle drei damit, einverständig sind? Ja, wenn alle einverständig sind, dann sage ich da auch nichts dagegen. Für mich wäre es, glaube ich, nichts, weil ich glaube, hab einfach keine Zeit. Zeittechnisch ist echt schwierig. Ich hatte ein bisschen crazy. Ich bin crazy. Ich habe dein Nippelpiercing schon gesehen. Ja, aber ja, die weiß auch, wie man direkt in den Ausschnitt reintaucht und aufs Nippelpiercing aufmerksam macht. Wir wissen jetzt alle Bescheid, was da so los ist. Das Allerromantischste, was ich jemals gemacht habe, mit Rosenblätter gestreuten Weg Richtung Badewanne. Und dann? Wo ich nackt da lag mit einer Pizza. Blumenstrauß. Zum Verlieben, würde ich fast sagen, ne? Bin ich die Einzige, die gleichzeitig verwundert und erschrocken über die Pizza ist, aber irgendwie auch positiv überrascht? Also ich habe jetzt eher so Champagner und Erdbeeren in Schokolade erwartet, aber eine Pizza? Come on, da sag ich nicht nein. Ich bin Umut, 25 Jahre alt und ich liebe Sex. Das ist, hat er doch schon hier auf Instagram als allererstes. Also das, der muss es wirklich sehr lieben. Das ist wirklich ein großes Thema. Wenn du kein Mann bist oder kein Löwe in dieser heutigen Zeit, dann bist du raus. Bist du Sigma oder Alpha oder was bist du? Ich hoffe, dass ich im Paradies eine Dame kennenlerne, die auch dann die letzte ist, mit der ich schlafe. Zumindest heute. Ja. Hallo. Hey. Hey, gut sieht ihr aus. Hi. Der Umut kommt aber nicht alleine rein, sondern hat Verstärkung. Yannick ist so ein bisschen mysteriös und das finde ich eigentlich ganz toll und er ist ruhig. Yannick, wir erinnern uns, der mysteriöse Boy von der Staffel mit Sharon. Mein Name ist Yannick und war in der diesjährigen Bachelor-Staffel zu sehen bei der guten Sharon. Ja, das habe ich doch gerade gesagt. Sonst noch was? Ich spiele Gitarre. Das kommt meist gut an. Nicht bei jedem Typ Frau, aber 90%. Na ja, ich bin fingerfertig. Oh, noch ein Mann. Servus. Hi, Vadim. Ja, Vadim ist auch am Start. Die Girls sind wirklich lecker Mädchen. Also die sind wirklich bildhübsch, so Victoria's Secret Style. Moment mal, hat er sich gerade noch lecker Mädchen so eklig über die Zunge geleckt? Und das mag ich an dem Mann. Lecker Mädchen. Oh, also Lizard People in the house. Der Sinn des Lebens ist, einen Partner zu finden, eine Familie zu gründen. Oh, lecker russisch Brot. Ist das vegan? Russisch Brot, Vichan. Hätte ich jetzt Lust.
Lust drauf. Mann, sag mal, was hat alles? Hühnereiklapulver, na toll. Gibt's bestimmt auch in vegan. Naja, gut. Zurück zum Thema. Und deswegen bin ich auch auf der Suche nach. Ja, da hat er wohl weggegessen, was er eigentlich sagen wollte. Ich glaube, er ist auf der Suche nach der großen Liebe, nicht nach Fame. Ich bin Avadim. Bin 31 Jahre alt. Was müssen wir noch über dich wissen? Außer deine Vorliebe für Russisch Brot. Ist es, weil er ist auch Russe bestimmt, weil er Avadim heißt. Und dann Russisch Brot, haha, witzig. Ich mag Frauen, an denen man sich verbrennen kann. Fuego, sag ich gerne. Fuego sag ich auch immer gerne, ey. Ich hab um das Herz von Nadine klein gekämpft. Danke dir. Spaß. Keiner will als Erster rausfliegen. Und ist als Erster rausgeflogen und ich frage mich, warum er dann hier ist. Ich habe keinerlei Erinnerung an ihn. Ich würde sagen, das ist der Kandidat, der, fällt nicht auf, wenn er geht, ne? Vielleicht habe ich nicht die größten Bizeps, aber dafür bin ich lustig und habe eine schnelle, scharfe Zunge. Jetzt macht er schon wieder oder so. Ich pack's nicht. Ja, wir wissen, dass du eine schnelle, scharfe Zunge hast. Du bist ein Lizard-Mensch, Echsen-Mensch. Ich habe zwar keinen dicken Bizeps, aber dafür, ein riesengroßer einen dicken Oberschenkel. Ich. Und versuche natürlich so, den Frauen ein Lächeln ins Gesicht, zu wünschen. Ja, ich wünsche dir auch ganz viel Spaß im Paradies. Wer ist denn da noch dabei? Hallo, ich bin Steffi, bin 27 Jahre alt und bin Content Creatorin und Store Managerin. Content Creatorin! Steffi ist ja, habe ich ja letztes Mal zu meiner Favoritin auserkoren. Mal gucken, ob sie diesen Platz halten kann. Hi. Hi. Da bin ich bis ins Finale gekommen und dann doch wieder nicht, denn im Hotelzimmer habe ich meinen Abfuhr bekommen. Das war einfach mal so ein freaky Moment. Das war auch so geil. Der Nico war so lustig. Die sind jetzt getrennt, ne? Entschuldigung, muss ich Triggerwarnung, Trennung? Nee, ich mache mich nicht lustig über Triggerwarnungen, die sind schon wichtig. Aber die werden erwartet bei so Sachen. Manche Leute sind so, ja, da brauche ich eine Triggerwarnung, wenn du mir sagst, dass Nico Griesert und die Michelle nicht mehr zusammen sind. Sie sind nicht mehr zusammen. Ich war verliebt zu dem damaligen Zeitpunkt und damit irgendwie erstmal fertig zu werden, das hat einfach so seine Zeit gebraucht. Aber jetzt sind wir drüber hinweg, oder? Ich kenne dich tatsächlich. Ja? Vor kurzem ein bisschen gestalkt, rumgestalkt. Echt? Und so. Und fand ich ganz nice. Das bin ich einfach, wie ich die Instagram-Kanäle durchstalke. Oh, und wir sind eine Person. Ich habe mir die Staffel so ein bisschen angeschaut und hat es mir auch gefallen. Auch optisch gefällt sie mir. Na, das ist doch schön, dass der Oma direkt begeistert ist. Freut mich. Wie nennt man das? Jumpsuit? Ja, so ein Jumpsuit. Jumpsuit sieht gut aus. Ganz, danke. Gefällt mir. Jumpstyle, richtig. Jumpstyle habe ich nie verstanden. Ist wirklich schlimm. Hey! Ganz schön, irgendwie so dieses Gefühl, dass ein Mann einem auch mal so ein bisschen Aufmerksamkeit schenkt. Auch mal. Ich bin Leon, 34 aus Hamburg. Der ein oder andere kennt mich vielleicht aus dem letzten Jahr noch mit der Maxim. Wie gesagt, mein Favorit ist er nicht. Ich weiß nicht, ich finde den irgendwie shady. Ich bin ja nicht Adonis. Frauen finden es, glaube ich, besser, wenn man nicht Adonis ist, damit man, wenn man daneben steht, nicht ständig diesen Druck haben muss, auch genauso fit zu sein. Das ist die blödeste Erklärung, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe und auch absolut nicht unterschreiben kann. Also sorry. Warte mal, ich muss da kurz überlegen. Nee, bin ich raus. Als ich gefragt wurde, wen ich mir am wenigsten wünsche hier. War ich da. Ja. Warum? Also er ist super unterhaltsam, aber es kann auch sehr schnell dann so schwanken in eine komische, unangenehme Art. Und deswegen, also. Gucken wir mal, ob das noch schwankt. Oh. Hallo. Einmal Emily haben wir da. Umut kennt natürlich jede und jeden, weil er alle gestalkt hat, wie ich. Jeder Mensch ist besonders, keine Frage. Aber ich weiß, ich bin super, super anders als die anderen. Ich weiß nicht, ob diese Aussage ernst gemeint ist oder nicht. Weil das ist so ein Satz, den kann man doch nur ironisch meinen. So, ich weiß, ich bin super anders als alle anderen. Ich bin crazy, ich bin verrückt. Verrückt. Aber ich glaube, sie meint es ernst. Schneeflockenalarm. Wisst ihr aber, was wirklich super anders ist als alle anderen? Das sind unsere Puzzles von Villa Wunst. Die sind nämlich plastikfrei verpackt und wunderschön illustriert, sodass sie sich auch als Kunstwerke an der Wand eignen. Schaut mal unsere neuen Motive. Könnt einfach hier unten klicken. Da verlinke ich euch ein paar unserer Motive. Gibt es jetzt auch als 500 Teile für diejenigen, die vielleicht nicht 12 Stunden an einem Puzzle puzzeln wollen. Aber wir haben auch 1000 Teile. Schaut einfach mal vorbei.
viel Spaß. Da ist sicherlich was Schönes zum Puzzeln dabei, oder? Was Besonderes. Mein Name ist Emily. Ich bin 24 Jahre alt. Ich bin sehr empfindlich, was meine Umgebung angeht, was die Energien angeht. Ich bin sehr empfindlich. Punkt. Shakira hat getwerkt. Alle meine Freunde haben gesagt, dieses biestige Monster, das bist du. Naja, man sagt ja immer, Selbstreflexion ist der erste Weg zur Besserung. Oder nicht. Ich glaube, ich komme im Paradies mit den Frauen besser aus, weil wir nicht alle auf denselben Typen geiern müssen. Deswegen mag ich das Format auch gerne, weil es tatsächlich noch am nächsten an eine natürliche Dating-Situation kommt, jetzt im Vergleich zum Bachelor oder Bachelorette, wo eben 20 Leute um eine Person buhlen. Hier ist es so, ja, es gibt ein paar Frauen, ein paar Männer und jetzt vielleicht ist da was dabei. So. Natürlich ist das Umfeld immer noch super unnatürlich und man wird die ganze Zeit gefilmt und ist sich dessen bewusst, aber ich mag es irgendwie, das Konzept. Wovon ich mich gerade zum Schluss am meisten gefreut habe, ist Emily und Chiara. Also hat sich schon über Steffi gefreut, aber jetzt über Emily und Chiara freut er sich auch sehr. Endgeil. Gerade am meisten bei Chiara. Am meisten bei Chiara. Na gut. Mein Name ist Chiara Fröhlich. Ich war dieses Jahr in Mexiko. Hola. Solo hablo español, lo siento. Was ist? Ihr könnt euch im Paradise auf eine Chiara gefasst machen, die diesmal viel mehr Power gibt, um hoffentlich die Liebe des Lebens kennenzulernen. Und das mag ich auch, dass die Leute da nochmal eine Chance auch haben, andere Seiten von sich zu zeigen, weil sie eben nicht in dieser komischen Situation sind, wo sie immer so gegen alle sein müssen, sondern sich so ein bisschen entspannen können, habe ich das Gefühl. Aber wir werden sehen, was die Staffel so bringt. Also, hattest du dir irgendwen gewünscht oder war das... Hier, ja, die Melissa. Ich habe gehofft, du sagst Steffi, aber Melissa nehme ich auch. Bisschen utopisch. Wahrscheinlich. Die Melissa, die skatet doch gerade. Kann die doch nicht jetzt hier... Also, Entschuldigung. Ja, aber weil die einfach so dein Typ... Genau, so dunkle Haare und Bier. So, das mag ich schon ganz gerne. Ja, die Melissa ist halt eher in weiblich vom Optischen. Das sind mir auch die liebsten Männer, die einfach nur sich selber mit Brüsten und Vajouche daten möchten. Wird mir immer sympathischer. Meine Ex-Freundin bisher auch irgendwie... Waren alle dunkle Haare geworden? Nee, alle blond. Aber es hat ja am Ende irgendwie nie gepasst, deswegen. Muss es an der Haarfarbe liegen? Klar, was wird sein? Ich werde es nicht sein. Ihre Haare. 1000% sicher. Oh, shit. Da kommt ein weiterer Lieblingskandidat von mir. Hast du das Schild draußen nicht gelesen? Guten Abend. Hampelmänner verboten. Hihi, Hampelmänner verboten. Boah, ich freue mich gerade so übel, dich zu sehen, ne? Ich glaube, es ist Ironie. Er hat es, glaube ich, auch gemerkt, dass ich mich nicht so gefreut habe, ihn zu sehen. Ja, habe ich gemerkt. Moin, ich bin der Tom. Moin, Tom. Ich hatte die eine oder andere Auseinandersetzung mit dem lieben Umut. Ganz kurz. Nein, geh doch mal weg, ey. Das ist auch so einer hinsichtlich der Auseinandersetzungskeit voneinander. Hatte ich diese viele. Ich kann sehr, sehr gut germanistisch mich ausdrücken, definitiv. Ich bin komplett... offen für alles. Du bist ein Tiger. Ich bin auch komplett offen dafür, dich nicht zu mögen. Aber vielleicht kannst du mich vom Gegenteil überzeugen. Schauen wir mal weiter. Du weißt, dass du die Arme nicht festhalten darfst, ne? Oho, bist du das Genie? Die Arme müssen ja... Da mach's doch selber. Junge, jetzt komm mal her hier. Mach mal die Scheiße, komm. Max, der alte Malle-Party-Typ, der kann das. Jetzt weißt du, warum ich die Love Suite hab. Ich find das Loch, ne? Wow! Immer einen lockeren Spruch auf der Lö. Wie alt bist du, Max? 32, aber ich sehe aus wie 23, oder nicht? Nein. Na, sei froh, oder? Nee, mit 23 wärst du schon raus. Echt? Ja. Die Emily ist was Besonderes. Das Besondere braucht auch einen älteren Mann. Ich weiß nicht, warum ich jetzt älteren Mann dann so gemacht habe. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht sind das die Eier, die tiefer oder höher hängen im Alter. Weiß ich nicht, bin ich nicht so... Als du reingelaufen bist, du hast auf jeden Fall so diesen Wow-Effekt. Und da habe ich mich mega gefreut. Was würde wohl Dominik dazu sagen? Oh. Ich habe ja kurz dein Insta-Profil, habe ich ja kurz so gestalkt. Ne? Mhm. Du hast dich auch mal kurz
hast du dich ungeschminkt gezeigt. Das habe ich gar nicht gesehen, als ich ihr Profil gestalkt habe. Ungeschminkt? Was? Das soll es geben? Crazy. Und das fand ich auch schon richtig attraktiv. Und ich finde, ungeschminkt siehst du gut aus. Danke. Danke, aber jetzt habe ich gerade Make-up an. Also sag bitte, dass mein Make-up unflieg ist. Gefällt mir. Was er mir bis jetzt sagt, geht runter wie Butter. Er strengt sich schon an, ne? Okay, aber du hast auch kein Problem damit, wenn deine Frau sich schlecht macht. Ja, für mich. Für andere nicht. Du sollst das machen, wo du dich am meisten oder am besten gut fühlst. Oh, jetzt mag ich ihn. Mal gucken, wie lang. Kannst alle paar Monate mal ein oder zwei oder dreimal feiern gehen. Alle paar Monate einmal und zweimal wäre dann schon ein Problem. Du kannst wirklich auch zwei oder dreimal im Jahr, wenn ich dabei bin. Also was du dir schon mal bei mir merken kannst, ich lasse mir absolut nichts vorschreiben. Same, same, same. Wen findest du gut hier? Hast du dir schon ein Bild gemacht? Ja. Die haben Partnerlook an, Steffi und Leon. Ehrlich, finde ich dich nicht schlecht? Nicht schlecht? Doppelverneinung, nicht okay. Schlecht. Okay, so, okay, gut, dann sei ich positiv. Okay, finde ich ganz gut. Eine richtige Doppelverneinung ist es ja nicht, aber ich drück mal ein Auge zu. Wenn hier jemand schon Scheiße, wenn man beim Wort Intellekt dann stolpert, ne? Da sieht man einfach, die hat echt Grips. Wenn jemand hier intellektuell rüberkommen will, dann soll er das auch bitte. Weiter geht's. Wann kommt Paul? Ich glaube erst morgen oder übermorgen. Nee, der kommt doch bald, der Genie in the Bottle. Beim Bachelor fand ich Jana Maria sehr ansprechend. Ich fand ihre verrückten Augen sehr, sehr cool. Ganz gut, ich war mir kurz nicht sicher, wo die Reise hingeht, aber er hat die verrückten Augen auch gesehen. Also er ist sich bewusst, worauf er sich einlässt, Leute. Ab jetzt sind wir raus aus der Verantwortung. Deine Augen sagen so, ich stech dich gleich ab. Ich wollte es nicht sagen, aber... Oder die sagen so, schwänger mich. Also da gibt's auch... Ich finde, du bist sehr extrem. Schwänger mich, hat er das gesagt? Ja, ich meine, über Hochzeit hat sie schon nachgedacht. Ja, es geht hier ganz schnell. Was war das in der letzten Folge, so dass du irgendwie an jemand anderes gedacht hast? Ich finde es so krass, dass sie sich das gemerkt hat, weil ich hatte das überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, obwohl ich schon aufmerksam zugeguckt habe. Aber es war so, dass Yannick bei Sharon damals gesagt hat, dass er noch jemand anders im Kopf hat und deswegen sich nicht auf Sharon konzentrieren kann. Ja, tut mir leid, ich muss ja fragen. Wenn ich nicht frage, dann weiß ich es nicht. Ich hatte was mit einer... Frau. Geht's ihr gut? Also ein Stück weit war es dann ernst, weil ich die Familie kennengelernt habe. Aber wir waren nicht zusammen. Naja, Reihenfolgen sind austauschbar. Dann hat sich das irgendwie aus dem Nichts verlaufen. Hast du dann nicht mehr zurück zum Haus der Eltern gefunden oder was? Ja. Ich glaube, zwei Tage später kam dann auch die Anfrage von Bachelorette. Und dann war man halt irgendwie verletzt, gerade in dem Moment, weil es irgendwie so vorbei war und irgendwie... keine Antworten hatte. Ja, und dann? Dann dachte ich mir halt, okay, Bitch, dann siehst halt, was du davon hast. He's mad. Ich bin so sauer. Deswegen konnte es auch niemals was werden mit der Bachelorette. Naja, es ist zumindest reflektiert. Wenn man nur jemand was auswischen will, dann ist das schon mal kein so ein guter Startpunkt. Aber ich würde sagen, hier ist es ein guter Startpunkt für mehr. Zu später Stunde eilt ein alter Bekannter Richtung Paradies. Es ist the one and only. Ich bin Paul Janke, der XXXXXXXX-Bachelor. Den mag ich ja ganz gerne, auch wenn er nie auf meine Anfrage geantwortet hat, ob er nicht mal ein Video, ein Interview mit mir machen möchte. Paul, ich wäre immer noch bereit. Du kannst mir gerne noch einen Cocktail mixen, wenn die gut sind. Auf diesen Moment haben wir alle total gewartet. Man merkt, der weiß, was er tut, der weiß, wovon er spricht. Zumindest dort bei dem Dreh, bei Instagram ist es ja eher eine mittlere Katastrophe, was er da so postet. Ne? Grenzwertig, meiner Meinung nach. Also ich habe noch eine kleine Überraschung für euch. Ja. Ach du Güte. Oh. Und es ist ein Brief. Okay. Und Leon kann lesen. Das ist immer super. Yannick, entscheide jetzt, mit welcher Lady du deinen ersten Abend verbringen möchtest. Und da würde man denken, er würde Jana Maria wählen, oder? Nach dem Gespräch. Crazy Eyes. Wird doch nicht von der abgestochen werden. Weißt du was? Ja, sehr gerne. Jenny. Da geht die nächste Dreiecksbeziehung los. Erst mit Max, jetzt mit Yannick. Aber ich müsste nochmal vorher auf Toilette. Das sei dir gegönnt. Dankeschön. Ehrlich gesagt, ich glaube schon, dass Jana Maria und Jenny so beide ein Auge auf dich geworfen haben, weißt du? Das geht ruckizucki, Leute. Abend eins, ne? Ob Jana Maria enttäuscht war nach meiner Entscheidung, Jenny mit aufs Date zu nehmen, kann ich nicht beurteilen. Ich habe ihre Reaktion
nicht abgewartet. Ich glaube, der ist im Interview auch echt schwierig, ne? Der weiß, wie er was spricht, damit man eigentlich nichts Gescheites draus schneiden kann. Ich weiß es nicht. Der will nichts so Krasses sagen. Wisst ihr, was ich meine? Wir hatten schon ein sehr intensives Gespräch am Pool und es war super. Ja, aber da muss man sich halt miteinander unterhalten. Ja. Das ist so richtig enttäuschend. Ist es so geschnitten oder ist sie wirklich so traurig? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist es so, dass Yannick sich nicht entscheiden kann oder so. Keine Ahnung. Jetzt geht der Stress schon wieder los. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass er mich für das Date ausgewählt hat und nicht Jana Maria. Wisst ihr, und die gibt nämlich genau die O-Töne, die sich eine Produzentin wünscht. Das ist der Traum. Ja, ich bin gefreut, dass du mich und nicht Jana Maria. Also ich finde dich auf jeden Fall gut. Ich finde dich auch gut. Zum Match? Du hast eine Anziehung. Ja? Ich bin Anziehung. Irgendwas hast du. Guck mal, wie rucki-zucki das hier geht. Ich lieb's. Und das finde ich echt mega. Also aktuell habe ich so ein bisschen so ein Auge auf Leon geworfen. Ich glaube, dass es auf jeden Fall schon mal ganz gut angefangen hat. Da finden sich ein paar schon echt gut, ne? Toll, hier geht ja gar nichts. Ich dachte, hier geht nee, da. Ich dachte auch, das ist irgendwie spannend. Jetzt sind wir einfach... Könnt ihr ja für Action sorgen. Wobei, ich finde es jetzt auch nicht so schlimm. Nö, nee, ich auch nicht. Also, es gibt wirklich Schlimmeres. Es gibt Schlimmeres, ja. Nein. Ey, du bist ja Meister im Komplimente machen. Der nimmt doch alles immer so wörtlich. Oh, das sagt doch jeder, es gibt Schlimmeres. Ich finde dich nicht schlecht. Ja, oh. Weißt du, was ich meine? Ich find's irgendwie viel. Ich hab den auch gefressen, naja. Entschuldigung. Es ist wirklich schön hier mit dir. Es wird immer schlimmer. Mit dir, ja. Aber jetzt wird sich erstmal im Sand paniert. Ich bin auch in dem Pool. Na dann, los, oder habt ihr noch was zu bereden? Hab ich jetzt auch einen Pool? Oh, hör auf. Du musst jetzt hier nein, nicht, ich bleib ein bei dir. Aber jetzt wird zusammen in den Pool geplanscht, nachdem sich wirklich ein bisschen näher gekommen wurde, oder? Da ist ein Vibe. Der Gedanke kam kurz auf im Pool, die Jenny zu küssen. Wisst ihr, was hier an Tag 1 passiert? Passiert bei Love Island an Tag 35 nicht. Ja, aber jetzt gerade steht man so ein bisschen zwischen zwei Stühlen. Das lieben wir. Absolut geil. Es hat gefunkt bei den zwei, glaube ich. Oder es hat wenigstens so gematcht. Aber Jana Maria, da ist noch Luft. Aber heute ist der erste Tag, deswegen ist alles offen. Es ist so. Heute ist noch alles cool. Morgen dann nicht mehr. Ansage ist raus. Boah, ich bin ja irgendwie voll müde gerade. Ja, also ich könnte schon langsam auch ins Bett gehen. Ein bisschen kuscheln, oder? Ein bisschen fummeln oder so. Hast du schon hier im Bett ausgelöst? Du? Könnten wir eins zusammen werden. Was ein Zufall, dass wir gerade das Thema hier ansprechen. Ja, dann. Hat ihr rumgeleckt? Nein. Jenny hätte, glaube ich, schon. Das hätte auch gepasst. Nicht, ne? Der Tom ist ein Charmeur. Ist auch ein Charmeur. 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 Ey, jetzt komm. Nein. Er bringt auch immer so toxische männliche Sprüche in die Runde und lacht die dann so weg mit Spaß. Meine ich doch nicht ernst, die dumme Fotze. So ist der. Das ist ein Witz, Leute. Er ist auch so ein bisschen toxisch, weißt du, und das mag ich halt auch. Ich wollte dir noch eine gute Nacht wünschen. Gute Nacht. Das sieht gut aus, meine Fresse. Wenn du im Bett fertig bist. Die Männer sind flashed in dieser ganzen Staffel, weil Frauen ohne Make-up auch gut aussehen. Wahnsinn, oder? Warum seid ihr so ruhig? Also wegen Mimi und dir. Wegen wem? Mimi und dir. Wer? Mimi? Hä, wieso? Was ist denn mit Mimi und mir? Steffi, hast du mir was zu sagen? Steffi? Steffi ist doch mit Mimi befreundet. Steffi, hast du uns was zu sagen? Sagt das, wie ihr euch heute kennt? Mimi. Mimi, wie? Nachname nochmal? Ich kenne echt viele Mimis. Während Yannick noch über Mimi nachdenkt, wer könnte nochmal gemeint sein? Knutschen erstmal Steffi und Leon miteinander. Ist Mimi denn auch diejenige, die dann über Weihnachten? War das das Gleiche? Nee. Es muss jemand anders sein, oder? Ich glaube schon. Geht's dir gut? Ja, dir? Mir geht's sehr gut. Ich wollte dich nicht... Besser. Alles gut. Nicht stören. Umut ist ja schon hin und weg von Chiara. Dass sie die Nähe irgendwo zu mir sucht, das zeigt mir dann, dass sie wirklich
krass irgendwo einfach die Interesse auch zu mir hat. Auf beiden Seiten ist da was da. Da ist halt Feuer, da ist halt schon Salz, da ist halt schon Würze. Okay. Ich hab noch nie meditiert. Echt? Nein. Nein? Tut sehr gut. Machst du das immer? Regelmäßig? Oder nur wenn nein. du... Was heißt regelmäßig? Gut, kleiner Meditationskünstler. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber das Meditieren hilft mir aber so voll, wieder meine Gedanken wieder von neu zu sortieren. Und Körper, Seele, Geist aber komplett so ein bisschen freien Lauf zu lassen. Das klingt eigentlich ziemlich logisch. Chiara ist da schon klar Nummer 1, so, aber... Aber die Liste ist lang. Nach Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, die sind alle geratet. Wo sind wir denn hier alle? Das ist doch logisch. Ich will da jetzt nicht nur eingleisig fahren, vielleicht oder zwei- oder dreigleisig, ich weiß nicht. Das ist doch super. Voll mein Typ! Schauen, wie sehr Chiara dann kämpfen wird, wenn mich auch andere Frauen wollen. Also Umut kann ich noch gar nicht einschätzen. Was ist sein Deal? Will der von allen Frauen einfach nur begehrt werden? Ist es das? Und vielleicht eifersüchtig ist er also. Cool. Echt cool. Na? Du warst Wassermann, ne? Mhm. Du? Skorpion. Du? Thunfisch. Sailing. Aha. Also den Thunfischwitz, den ignorieren wir jetzt einfach mal. Umut ist Zwilling und ich habe es gerade gesagt, ich kann ihn nicht einschätzen. Er ist ein Zwilling. Wenn du das sagst. Falls ihr mein Sternzeichen-Video noch nicht gesehen habt, schaut euch unbedingt an. Chiara Skorpion, das passt ganz gut. Was war Jana Maria nochmal? Wassermann. Oh, ihr habt eine besondere Aura. Ja, das passt auch. Ich glaube, es kann echt noch tricky werden, weil wir sind Tag 2. Und es geht schon gut los. Und ich sehe, wie die reden und ich denke mir schon so, okay, redest du jetzt auch gleich wieder mit mir? Aber da kommen ja auch noch neue Männer und Frauen in die Villa. Liebe Paradiesmitbewohner, der Sahara-Boy ist da. Der Sahara-Boy. Wer ist denn der Sahara-Boy jetzt? So. Der Chick. Was geht, Baby? Wow, hallo. Ich bin der Danilo, ich komme aus der wunderschönen Schweiz und ich habe um das Herz von Andrina in der Schweizer Bachelorette gekämpft. Andrina, wir erinnern uns vielleicht noch, die war mal bei Love Island und jetzt ist Danilo, der auch bei I The One war, plötzlich auch hier bei Bachelor in Paradise. Es ist wild. Ich kannte ihn schon aus so ein paar anderen Shows und das finde ich halt immer eher so ein bisschen schwierig. Sam, kommst du zu mir? Ja. Yannick. Ich weiß noch nicht ganz genau, was es ist zwischen uns zwei. Das ist eine Anziehung. Nennt man dich immer bei vollem Namen Jana Maria? Nein, man nennt mich eigentlich Jana, aber ich find's geil. Ja, das ist ja, ja, das passt zu Jana Maria, dass sie sagt, nee, ich möchte, find's geil, Jana Maria zu sein, nicht nur Jana. Ja, ich finde sie nach wie vor sehr interessant und will sie auch weiter kennenlernen, auch wenn ich Jenny gerade kennenlernen und mir das auch ein bisschen über den Kopf wächst alles. Der Yannick, der kommt gut an bei den Frauen, ne? Wenn wir hier raus sind, kann ich dich also in Marbella besuchen kommen und dann gehen wir golfen. Du kannst auch direkt da bleiben, wenn du möchtest. Dabei hat er nicht mal eine Gitarre umgeschnallt. Da fliegen die Höschen direkt weg, wenn er jetzt noch Gitarre spielt. Jesus Christ. Das klingt zu verführerisch. Aber schauen wir mal. Bin ich mal gespannt, wo die Reise hingeht. Weißt du, was ich sogar glaube? Ich hätte dich wählen sollen gestern. Oh, der sagt auch immer das, wo er weiß, was gut ankommt, ne? Nein. Doch. Sonst gibt's kein Drama. Und Diana Maria, die liebt das Drama. Wir auch. Zwei Glieder. Ah! Habt ihr das gesehen? Ja. Was war das? Da kam ein richtig dickes Viech angeflogen. Drama. Es gab zwei Gläser und eine Rotweinflasche. Und sie trinkt keinen Rotwein. Ja, dann kann es nicht passen. Wenn deine Partnerin keinen Rotwein trinkt, du aber schon, was soll man denn dann abends zusammen machen? Bachelor in Paradise gucken? Pff, möchte ich auch nicht. Nee. Ich habe gerade echt zwei Baustellen mit Jenny und mit Jana Maria. Aber macht doch Spaß, oder? Jana Maria ist für mich jetzt gar keine Konkurrenz, weil sie ist ein ganz, ganz anderer Typ als ich. Ihr seid echt keine Konkurrenz. Boah, du bist gerade erfrischend kühl. Willst du eine Umarmung? Sehr gut, ja, bitte. Oh. Kriegst du erstmal eine fette Umarmung. Da kann man natürlich nicht Nein sagen und da kommt auch ein Brief in die Villa und Umut da vorlesen. Jana Maria, wer kann bei dir landen und soll heute dein Co-Pilot sein? Das klingt ja spannend. Wähle den richtigen Kurs und entscheide dich jetzt. Kurs oder Kuss? Ja, Kurs hat er schon, sie kann schon lesen. Ja.
kannst du auch gleich einen Kuss geben. Und entscheide dich jetzt. Entscheide dich jetzt, steht da. Jetzt sofort. Yannick, möchtest du? Gerne. Hätte ich nicht gedacht, dass... Ich hätte gedacht, Jana Maria wäre zu stolz, um Yannick zu... Aber irgendwie passt das auch, ne? Wie die dem Dominik hinterhergerannt ist. Die rennt auch gerne mal einem Mann hinterher, ne? Also Chiara hätte das nicht gemacht. Wisst ihr, was ich meine? Wenn Skorpion Chiara hätte das niemals gemacht. Wenn jetzt Umut eine andere Frau gewählt hätte und sie dann wählen könnte, hätte sie nicht Umut gewählt. Ich sag nicht, dass das eine richtig und das andere falsch ist. Ich sag nur, wie es ist. Irgendwie habe ich mir schon gedacht, dass der gute Karten hat, weil er natürlich... Ja, aussieht wie Schwiegermamas Liebling. Hätte ich zum Beispiel gar nicht gedacht, dass der ja nicht so gut ankommt, aber du. Ich bin ja auch hier nicht eine Bachelorette in Paradise drinne. Und ich finde, ich krieg zu wenig Aufmerksamkeit. Von Yannick? Ja, also ich mag das, also weil ich gehe meistens also auf ihn zu. Es gibt schon Stress, Leute. Also nicht zu viel, also man soll jetzt nicht übertreiben, aber so ein bisschen, dass man weiß, so okay, also ich muss jetzt nicht die ganze Zeit 24/7 mit dir so da hängen oder so, ne? Aber so 23/7. Das ist doch wohl menschlich, oder? Kann man doch einfach machen, Mann. Wenn ich jetzt eine Freundin wäre, würde ich ihr einfach raten, okay, sei ein bisschen vorsichtig, sei achtsam und guck dich noch um. Aber wir sind ja keine Freunde. Krabbelt da jetzt was in meinem Bein? Nee. Ich liebe Käfer. Gibt's schon Alkohol? Muss die das Date schön saufen, oder was? Mein Spaß, das war böse. Aber war ein guter Spruch. Das ist Time. Das war gerade echt böse. Das war jetzt nicht so gemein. Nein. Der Spruch, der lag auf der Theke, den muss man mitnehmen. Und das ist scheiße, dass ich ihn auch nehme. Soll ich jemand anderes auswählen? Nein, ich glaube, noch findet sie es nicht scheiße, aber sie könnte es mal scheiße finden. Aber wenn es dich stört oder sowas, dann musst du mir schon wirklich, sagen. Nein, mich stört das wirklich, wirklich nicht. Dann schauen wir mal, was das Date wird. Ich habe Bock auf Jana Maria, ja. Ich freue mich sehr auf sie. Deswegen sind beide erstmal in zwei unterschiedlichen Gefährten und können sich aber zumindest über ein Mikrofon können sie unterhalten. Das ist doch ein super Date. Wir haben die Chance gehabt, über Headphone zu kommunizieren. Ey, das ist unnormal geil, diese Ausstellung. Ich bin auch ganz entspannt. Das ist richtig, richtig geil. Es sieht auch ganz witzig aus, aber datig finde ich es nicht. Jetzt hast du keine Angst mehr. Oh, nee, ich hab keine Angst. Nee, jetzt habe ich mich schon eingestrollert, alles gut. Ekelhaft. Was passiert denn in der Villa in der Zeit? Erstens sieht halt dein Kerl einfach nur Hammer aus. Und zweitens liebe ich ihr Aussehen. Was? Zweitens tanzen wir dann. Und drittens? Dann sieht sie auch noch so hot aus. Ja, sag ich doch. Gefällt dir der eine oder andere? Ja. Ja? Und wer? Okay. Noch ein, zwei da, die mir gefallen. Mhm. Ein, zwei aber. Trotzdem fühle ich mich mit dir am besten. Das ist ja schon mal eine Ansage. Wer jetzt auch über Gefühle spricht, sind Steffi und Leon. Wenn es darum geht, dass ich mich wirklich öffnen muss und über meine Gefühle sprechen muss, dann fällt es mir auch wirklich schwer. Das sieht dann so aus. Ich sehe nicht jeden Mann als, boah, das könnte potenziell was sein, sondern für mich ist eigentlich jeder Mann potenziell nichts. Spannende These. Aber ja, es trifft. Und ich glaube, du hast es schon total weit geschafft. Und ich habe aber irgendwie Angst, dass du das irgendwie ausnutzen könntest. Da ist jemand ein bisschen im Kopf drin. Wie ihr seht, ich mache mir viele Gedanken. Das hat irgendwie ganz gut gepasst und da habe ich natürlich schon Angst. Also eigentlich ist es ultra süß gerade, was du sagst. Eigentlich ja. Wenn ich jetzt nur so auf mein Herz hören würde, dann würde ich sagen, okay, so go for it, mach einfach mal. Na dann, geknutscht wurde ja schon. Ich kann dir immer sagen, wenn ich jetzt in irgendeiner Art und Weise jetzt jemand anderen interessanter finden sollte. Das glaube ich dir auch, ja. Aber ich glaube, der sagt es dann auf so eine richtig fiese Art und Weise. Ich bin auch ein absoluter Freund von offener Kommunikation, wenn man sagt, hey, ich finde dich gut, so, und wir schauen mal, was passiert. Na gut, wenn die zusammen da fein mit sind, dann bin ich da auch absolute Befürworterin. Aber ich habe ja meine Zweifel bei ihm. Die bleiben noch bestehen. Morgen kommt ein neuer rein. Okay. Der ist hot. Ja. Der findet mich hot. Ist das der Wunsch? Und küsst mich. Macht dir das auch Angst? Ja, okay. Wenn du jemand anders küsst, dann ist das natürlich deine Sache. Die Antwort habe ich nicht erwartet. Ihr? Wir sind hier noch nicht zusammen. Wir lernen uns gerade kennen. Und ich stand drauf auf Frauen, die wissen, was sie möchten. Auch nach dem Kuss. Der Umut gibt mir, ne, der hat ja auch über Alpha-Sachen, gibt mir so Alpha-Vibes. Aber irgendwie sagt er auch viele gute Sachen. Ist fast feministisch. Also Umut sagt ja, dass er nicht eifersüchtig ist. Aber ich glaube ihm das nicht. Wir werden es sehen. Ich meine, man kann viel sagen, wenn der Tag lang ist. Die Taten sind dann das, was zählt. Am Ende des Tages zählen die Taten und nicht die Worte. Ich sehe, es gibt hier keinen Mann, wo Chiara sagen würde, so pff, besser als Umut. Gibt's nicht. Oder es ist einfach eine absolute Selbstüberschätzung. 100%.
als wäre ich dein Püppchen und du hättest mich schon safe. Nein, sag das nicht, sag das nicht, sag das bist du nicht. So habe ich das gar nicht formuliert. Ich mag dich übel. Ne? Und er sagt auch so, nee, das, so meine ich das nicht. Püppchen meine ich nicht. Gucken wir mal, wie es bei Jana Maria weitergeht. Es ist toll, dass du hier bist. Ja? Dass du gekommen bist, ja, auf jeden Fall. Ach klar, dass ich dabei bin. Die haben jetzt nochmal so ein richtig romantisches Date à la Bachelor / Bachelorette. Ihre Augen machen mich ein bisschen nervös. Sie hat einen sehr tiefen Blick. Meine Souveränität konnte ich leider nicht so abspielen, wie ich es mir gewünscht hätte. Klar machen ihre Augen nervös. Wenn die auf deiner Seite sagen, ich stech dich ab, wäre ich auch nervös. Er war mega aufgeregt. Ich glaube, das hat man so in seinen Augen gesehen. Die haben so gefunkelt und ich fand das super süß. Na dann. Marbella, würdest du verlassen? Theoretisch? Ja. Echt? Bist du offen für Neues? Ja, auf jeden Fall. Heiraten ist ja auch all inclusive. Ja, da so Wohnmobil oder so, immer geil. Ja, das finde ich auch übelst geil. Klar findet ihr das geil. So ein Van, ne? Wollt ihr umbauen. Mhm, klar. 2 Jahre Auszeit und irgendwie nur rumreisen und dann gucken. Viel Spaß. Ich würde es, glaube ich, nicht in Europa machen. Ich finde irgendwie Australien geil. Will ich auch, aber ich habe tierische Angst vor den ganzen Viechern da. Hey, was in Australia once? Yes, yes. Das erste Mal, dass er mich gestreichelt hat, war ein tolles Gefühl. Und wahrscheinlich der erste Kuss wird auch mega sein, weil es einfach langsam geht. Und sowas wünsche ich mir auch. Die ist schon aber gedanklich beim ersten Kuss, ne? Lieb ich. Und sie so, ich will, dass es langsam geht. Aber redet übers Heiraten. Lieb ich. Wenn wir uns in die Augen blicken, ist da immer ein Knistern. Ob dieses Knistern mehr wird, weniger, das, wäre interessant herauszufinden. Na dann machen wir das, oder? Umut klärt, was Sache in der Villa ist. Ich hab gestern mit Jenny geredet, bisschen. Mhm. Weil ich wissen wollte, ey, was geht da jetzt ab? Was hat sie gesagt? Du würdest an ihr Ego kratzen, wenn du jetzt nicht gegen sie entscheiden würdest. Ja klar, kratzt es am Ego, ist doch logisch. Ich hatte 2 schöne Dates und man möchte natürlich heute Abend nicht gehen, das ist klar. Ja, aber ist doch super, wenn du 2 Dates hattest, die Chance, ist doch gut. Habt ihr euch gestern geküsst? Nee. Leider nein. Das ist für mich richtig dumm. Ich weiß, dass ich mich sehr gut mit Yannick verstehe, aber da fehlt mir noch irgendwas. Oh, Jana Maria. Gut. Wenn ich jetzt hier, glaube ich, sagen müsste, finde ich Danilo gerade am attraktivsten, rein vom Optischen. Aber er ist halt hohl. Willst du mich verarschen? Naja, Janie ist ja schon diejenige, die gesagt hat, dass da intellektuell ihr einiges geboten werden muss. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Also hohler wie ich. Mach auf, mach auf, mach auf. Mach auf! Mach auf! Finde ich gut, wie das gegengeschnitten wurde. Boah, ich denke, der ein oder andere ist vielleicht so ein bisschen ruhiger. Der Vadim. Ich vergesse immer seinen Namen. Ja, Vadim auf jeden Fall. Ich habe auch seinen Namen schon wieder vergessen, aber ich glaube, den müssen wir uns auch nicht merken. Der ist so ein bisschen ruhiger. Boah, gibt es keine hier, die dir so gefällt? So? Du sagst so, ich sehe dich so ein bisschen ruhig. Aber ich finde es ganz süß, dass Danilo dem so ein bisschen unter die Arme greifen möchte. Finde ich nett. Denkt man das gar nicht, oder? Dass ich so ein Süßi bin? Klar, kann weißt du nie, wer kommt? Nur fragen, weißt ja. du so, ob ja. dir hier wirklich keine gefällt so, oder? Er hat sehr hohe Ansprüche. Gefallen schon, aber... Ja, aber die sehen das nicht. Ja. Der kommt nicht aus sich raus, ne? Meine Position ist relativ neutral. Also ich bin kein Leader, ich bin nicht aufdringlich. Er geht aus dem Weg. Wenn sich die Möglichkeit ergibt, dann suche ich auch den Kontakt zu den Frauen. Gesundheit. Ist das gemein. Ja, wir hatten ein tolles Gespräch. Es genießt, ich habe Gesundheit gesagt. Ich wünsche mir, dass vielleicht auch von einer oder anderen Frau mehr kommt, dass sie sagt, ey, ich möchte dich auch kennenlernen. Könnte schwierig werden. Ich finde es schade, du bist ein cooler Typ und so. Danke, danke. Siehst gut aus, weißt du? Bist so tätowiert, blaue Augen. Süß, wie der Danilo ihm einen Pep-Talk gibt. Ich wollte schon mal kurz darüber reden, dass mir schon am Anfang aufgefallen, als Danilo in die Villa kam, dass er sich immer eine Badehose auf einer Seite, also eine Seite der Badehose, so reinsteckt, so nach oben. Es ist Trend. Größere Persönlichkeiten machen das auch. Ist das der French Tuck von Queer Eye, der jetzt hier so anders ist? Ich verstehe es nicht. Aber du wartest auf die neue, ne? Ja. Aber dann will ich dich in Action Natürlich. Sehen. Ne? Wenn die neue kommt, will ich dich in Action sehen. Ja, ich auch. Get ready, Leute. Heute steht die erste Cocktailparty an. Ich bin bereit für die Rosenvergabe. Wir sind einfach bereit. So, ihr Lieben, die Cocktailparty ist eröffnet. Sagt er und hält Sekt in der Hand. Nehmen wir. Ich will da jetzt nicht so eine Wissenschaft draus machen. Ich kann noch gar nicht sagen, wer genau mein Favorit ist, weil ich mit Yannick heute tatsächlich noch gar nicht das Gespräch hatte nach seinem Date. Was haben die den ganzen Tag gemacht?
Momentan finde ich es einfach super, dass Steffi mir das Signal gibt, dass es völlig in Ordnung ist, dass ich auch noch andere Frauen kennenlerne. Ja, klar. Ich muss Frauen kennenlernen. Oh, Steffi, komm mal mit. Achso, du, achso, ja, dann sag's komm halt. Mal mit, auch der Tom merkt, jetzt könnte knapp werden. Da muss ich mal gucken, bei wem ich nur landen kann. So, was muss ich machen, damit ich eine Rose bekomme? Das schon mal nicht. Ich hab's gesagt. Er hat's gesagt und macht. Er ist der Typ, der Sachen sagt, die er wirklich so meint und dann so, passt. Okay, Hand in Hand. In unsere alte Date-Location. Lass unsere alte Date. Ey, komm, wenn schon, wenn schon. Wenn schon, wenn schon. Okay. Eine ganz interessante Sache. Also der, ja, ich weiß nicht, was bei, wie heißt er denn jetzt nochmal, Yannick überhaupt Sache ist. Aktuell tendiere ich noch ein Stückchen mehr zu Yannick. Wer ist denn da noch im Rennen? Der Danilo oder was? Aber Danilo ist ein sehr, sehr attraktiver Mann. Na, mal gucken. Was mir ein bisschen bei dir fehlt, ist dieses Interesse zeigen. Verstehe ich. Da kommt echt nicht viel. Date bei Jana Maria war gut, aber es ist kein Kuss gefallen oder sonst irgendwas. Es hätte zum Abschied vielleicht einer fallen können, aber bei uns gab es minimal höheres Kusspotenzial. Also was ich gut finde, ist, dass er wirklich ehrlich erzählt, was Sache ist. Wenn es dann wirklich so ist, dass er da höheres Kusspotenzial empfunden hat. Ich glaube, dass Jana Maria im Vergleich zu mir ein bisschen verkopfter ist. Ich glaube, ihr nehmt euch beide nicht viel. Und ich bin da, glaube ich, ein bisschen entspannter. Hey. Hey. Das ist die Entspannung in Person. So wie ihre Frisur entspannt ist, so ist auch sie entspannt. Ich habe es sehr gefreut, dass er gesagt hat, dass er mich hätte ein bisschen lieber küssen wollen. Und so hat er es nicht gesagt, aber kann man draus lesen, ja. Ich finde, bei uns hat es ziemlich gut geflowt. Bei Jana Maria war es schwieriger. Finde ich aber auch irgendwie nicht cool. Lern doch Frauen einfach kennen und guck, wie sich's mit der jeweiligen anfühlt, aber dann so gegeneinander mal so aufzuwägen, wo jetzt was besser war. Ja, aber ich hätte halt gerne eigentlich den Charakter von der, aber die Titten von der, das Gespräch von hier und den Kuss von da, so. So funktioniert's nicht. Wir haben einen super Gesprächsfluss, allerdings, wenn ich heute eine Rose vergeben müsste, wenn ich jetzt in die Rolle der Frau schlüpfen müsste, würde ich die Rose Jana Maria geben. Was? Gerade hat er dann noch gesagt, dass sowohl das Kurspotenzial höher war mit Jenny, als auch, dass es irgendwie besser geflowt hat. Und jetzt sagt er, dass er aber lieber mit Jana Maria die Rose... Ah, da kommt das Viech wieder. Was ist das? Ich muss jetzt gucken, das ist jetzt auf der Tür. Was ist das? Was ist das für ein Gott. Gut. Ach. Danke. Gerne, gerne, gerne. Und ich glaube, Chiara mag mich. Ja, aber ich glaube, die mag halt Umut mehr. Denkst du denn, dass irgendjemand hier drinnen nur Spaß haben will? Spaß haben will? Was ist das für eine Frage? Das ist eine sehr gute Frage. Glaube ich schon, ja. Namen? Umut. Ja, ist ja klar. Ich meine, die mögen sich auch nicht. Es kann ja auch stimmen, aber es ist auch klar, dass Entschuldigung. Ist ja auch klar, dass Tom den Umut hier jetzt nicht unbedingt gut redet, ne? Er ist für mich ein sehr Showman. Ein Showman! Wie ich, ein Showwoman. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass ich vielleicht meinem Favoriten die Rose gebe und andere Männer, an denen ich ja auch Interesse habe, dann das Paradise verlassen müssen. Das wäre unfair. Ach, alles cool. Ich will auch keinen. Ich will niemanden schlecht reden. Bringt mich da schon ein bisschen zum Schwitzen aus. Ich mag dich, ich mag Umut. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Ich mache mir keine Gedanken mehr darüber, was andere denken, was andere sagen. Jetzt kommt erstmal jemand Neues rein. Das ist ja mein Leben, ich gehe meinen Weg und mein Plan wird direkt auf die Männer, mich zu stürzen, ne? Attacke. Und der Weg führt sie direkt ins Paradies. Hi, ich bin die Jade und ich bin dieses Jahr auch dabei. Hallo, Jade. Ich war 2019 bei André Mangold dabei und im gleichen Jahr auch noch bei Bachelor in Paradise. Und jetzt sucht sie wieder ihr Glück. Ich möchte überhaupt gar nicht wissen, was vorher irgendwie passiert ist, abgegangen ist, weil ich habe ja auch Augen im Kopf und ich möchte mich nicht beeinflussen lassen von irgendwelchen Dingen, die vorher waren. Die ist ja auch noch relativ früh dabei, ne? Also da so viel hat sie nicht verpasst. Also schon, aber ja. Die Jade ist eine Hammerfrau. Sie bringt auf jeden Fall ein bisschen Würze rein, wenn ich ein bisschen Fuego. Samira, was würde sie noch mal sagen? Da ist halt Feuer, da ist halt schon Salz, da ist halt schon Würze. Ja, Vadim, du hast gesagt, die Neue nimmst den Angriff und los. Ich habe natürlich Max gesehen und habe mich auf jeden Fall gefreut, dass er hier ist. Wir halten fest, Max kennt natürlich auch Jade schon. Aber ich kenne ihn halt auch. Was
was das wohl heißen mag? Also, der ist gut rumgekommen, der Max. Also, kann ja auch sein, dass sie wirklich nur freundschaftlich... Aber ich glaube, das ist so ein Partylöwe. Mallorca-Partylöwe. Eigentlich haben wir gar nichts wirklich miteinander gehabt, außer, dass wir Spaß hatten. In the sheets oder not, ist doch egal. Das war 2017. 5 Jahren, Alter. Das erste Mal oder das zweite Mal? Hä, war das noch bevor jeweils eine Person überhaupt im Fernsehen war oder wie? Bin ich jetzt bescheuert oder was? Du weißt, ich beobachte sehr gerne. Ich glaube, Emily findet Max gut. Ja. Und ich bilde mir mein Bild immer von der Ferne. Und deswegen findet sie Jade nicht gut. Also ich bin generell schwierig mit Frauen, ne? Ja. Oh, die lieben wir, solche Frauen. Ich habe ja auch nur männliche Freunde, weil mit Frauen, da komme ich einfach nicht so zurecht. Pick me, pick me. Ohne voreingenommen zu sein, aber erster Eindruck kriegt so einen kleinen Minuspunkt. Aber warum sagst du da noch, ohne voreingenommen zu sein? Weil du so besonders bist. Ich glaube, bei dir kannst du nicht so viel spielen, ne? Bei wem jetzt? Ich spiele gewisse Spiele hier mit Absicht. Ne? Um auch vielleicht Chiara irgendwo zu testen, ob sie das spielen kann. Der Umut hat eine Taktik. Da müssen wir nur ein bisschen taktisch vorgehen. Das ist mir wichtig, dass hier im Paradies auch schwere Zeiten sein müssen. Ja, natürlich. Also das Wichtigste ist mir auch, dass am Anfang der Beziehung es direkt super schwierig und kompliziert ist. Damit im weiteren Verlauf es einfach nur noch schwieriger und komplizierter werden kann. Wie ich mit anderen unterwegs, mit anderen Frauen. Weil ich will dann am Ende wissen, ist die Frau stark, mit mir durch schwere Zeiten zu gehen. Also, es klingt ein bisschen so danach, ja, ich will sie hier schon betrügen, damit ich wissen kann, ob ich dann das draußen auch weitermachen kann. Weil das sind für mich schwere Zeiten, wenn ich sie betrüge. Muss ich mitmachen. Liebst du mich wirklich? Wie, du verzeihst mich, dann ist das ja alles gelogen. Du bist schuld! Und wenn ich dann aber am Ende mit Chiara rauslaufe, dann weiß ich, das war alles real, was alles vor meinen Augen passiert ist und authentisch. Ich verstehe ein bisschen, was er meint, aber ich verstehe es auch nicht. Da blickst du einfach nicht durch. Stell mich noch mal vor, Vadim. Vadim? Vadim, genau. Hast du mal Bock zu quatschen? Ja, klar. Ja, also wenn du Bock hast. Ja. Er geht auf Angriff. Ich habe direkt gemerkt, so, wer auf mich zukommt und wer gerade so bangt um eine Rose. Das stimmt. Lass mal kurz reden, Jade. Ja. Ich weiß gerade nicht, ob ich es so geil finde, wenn ich merke, dass ein Mann so bettelt. Alle betteln so, aber... Lass dich jetzt nicht mehr los. Nein, alles gut. Bei Tom weiß ich oder merke ich, er will mich. Aber der Vadim, ich glaube, also ich habe von vielen halt auch schon gehört, dass er sehr ruhig ist und zurückhaltend. Ist das das Richtige für Sie? Was hörst du für Musik? Reggaeton, viel. Aber ich habe ja auch immer diesen kleinen Beschützerinstinkt und ich finde ihn total nett und total lieb. Ganz ehrlich, bei Musik hätte ich gedacht, er sagt Charts. Ja, du siehst ja gut aus, keine Frage. Okay. Aber ich kenne dich halt gar nicht so. Und, ja, und Leon ist auch voll nett. Jade mag alle. Ich dachte, du magst eher so diese natürliche Brünette, die so mit dir so im Wald spaziert. Nein, überhaupt nicht. Doch, eigentlich schon. Ich habe Reizüberflutung. Wie heißt du nochmal? Janik. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Janik hat schon genug Sicherheitsrosen, ist alles gut. Brauchst du keine Gedanken machen. Mir wurde heute gesagt, dass ich ein bisschen vorsichtig sein sollte. Das Feuer wird weiter angeschürt. Fuego, sag ich gerne. Und deswegen frage ich dich ganz straight, bist du zu 100% so, wie du bist? Was bist du für ein Mensch? Ja, also ein bisschen Show muss man ja im Paradies machen, das ist ja langweilig. Klar, ich weiß. Ich unterscheide mich hier von anderen, auch heb mich irgendwie von anderen ab, weiß ich. Auch Umut ist anders als alle. Und ich weiß, dass ich ein komplizierter Mann bin. Aber ich möchte einfach eine Frau an meiner Seite haben, die auch eine schwere Zeiten mit mir durchstehen kann. Ich weiß wirklich, ihr soll jetzt mal schwere Zeiten definieren. Hat er entweder eine unheilbare Krankheit oder geht es ums Betrügen oder geht es jetzt einfach um eine Fernsehsendung, die ein bisschen anstrengend zwischen uns sein wird? Ich mache da keinen Unterschied. Wo ist die Skala? Ich habe ein Riesen-Ego. Und wenn du bei mir verkackt hast, sitze ich nicht mehr hier mit dir. Typisch Skorpion. Wissen wir alle. Von Jana würde ich mich auch über eine Rose freuen. Hä, Umut? Ich dachte, es geht so um Chiara. Was du sagst. Geil machen würde, wenn sie von Jade kommt. Guck mal, das finde ich jetzt wieder super unsympathisch und da verstehe ich den Umut. Das ist der Zwilling, der Paar-Zwilling, den ich nicht mag, dass er so ist, ja, ich will von allen eine Rose. Freu dich doch einfach, wenn du Chiara jetzt gefunden hast und es vibet und alles ist cool und fand sie von Anfang an gut, dann musst du doch jetzt nicht die Bestätigung noch von anderen 12 Frauen haben, oder? Erstmal danke, dass ihr mich alle so nett empfangen habt heute. Mal gucken, ob er die Bestätigung von Jade bekommt. Ich hoffe nicht. Ich muss ehrlich sagen, dass 3 Männer hier sind, wo ich wirklich sehr, sehr traurig wäre, wenn die heute gehen. Aber sie hat nur eine Rose. Würde ich dich, Danilo, fragen, ob du diese Rose annehmen möchtest.
Ich hab's vorher gesagt. Ich hab gesagt, zwischen Jade und Danilo wird was laufen. Noch ist es nichts gelaufen, aber es ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Vielen Dank. Gern geschehen. Und auf die weitere Zeit. Ja, bis die Tage. Bis die Tage. Auf Wiederhören. Ciao. Ich höre gerne auf meinen Bauch und ich bin keine Frau, die man beeinflussen kann. Deswegen wollte ich dich fragen. Ist egal, was die Hater sagen. Umut. Wie er so weggeguckt hat. Hä, was? Ich? Ich finde das gut. Ich finde, Chiara ist eine charakterstarke Frau, macht sich ihr eigenes Bild und lässt sich hier von keinem Mann beeinflussen. Das sind die harten Zeiten, die schweren Zeiten, von denen er geredet hat, oder? Für mich war das die Hölle. Ich bin zwar noch nicht an dem Punkt, dass ich mich verliebt habe, aber ich bin wirklich offen für alles. Alles? Ich bin eine richtige Sau. Leon. Schön. Möchtest du die Dose annehmen? Sehr gerne. Ich. Da hätte ich niemals gedacht, dass das... Also ich kann mir nicht... Wird das was bei denen? Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Ich prophezeie, das geht noch 2 Folgen und dann ist durch. Reicht dir schon oder war das zu unspektakulär? Du hast es ganz toll gemacht. Pff, können wir auch mit arbeiten im Schnitt? Hol mal was raus. Also ich hatte sehr tolle Gespräche mit dir. Und ich bin nicht so... Eine Frau mit Wörtern. Ich kann jetzt nicht irgendwie hier was Schönes sagen. Deine Augen sagen mehr als 1000 Worte. Das ist mein Spruch. Yannick, möchtest du meine Rose annehmen? Tja, da war Jana Maria vor Jenny dran und hat sich den Yannick geschnappt. Er müsste jetzt glücklich sein, hat er sich ja gewünscht. Ich war mir eigentlich nicht sicher, ob hinter dieser lustigen Fassade auch Tiefgründigkeit steckt. Ich weiß es auch nicht, wen sie meinen könnte. Max. Steckt da was Tiefgründiges dahinter? Ich wage es zu bezweifeln. Ich will's sehen. Ja, sollte ich keine Rose bekommen, dann würde sich natürlich einiges wiederholen. Ja, man kennt halt das Gefühl. So, und dann man steht da. Nein, der hat doch schon mal der Nadine klein gehalten. Nee, keine Rose bekommen. Er kann sich nicht wiederholen. Das kann ich nicht. Wenn ich keine Rose bekomme, klar. Wäre nicht so schön. So. Aber Vadim ist auch wirklich ein bisschen unspektakulär. Tom ist ein bisschen spektakulärer, auch wenn ich ihm gönnen würde jetzt, dass er keine Rose bekommt. Aber ihr wisst, Unterhaltung schreibt sich nicht von allein. Alle meine Optionen, denen ich gerne eine Rose gegeben hätte, sind schon weg. Das liebe ich, dass Jenny einfach so ehrlich ist. Und die Optionen, die da sind, bei der einen Person kann ich mich an kein einziges Gespräch erinnern. Hä, er hat doch Gesundheit gesagt. Hast du es vergessen? Daher möchte ich dich fragen, Tom, möchtest du eine Rose annehmen? Ja, klar. Dies kann man nur weglachen. Satz mit X war wohl nix. Und das Leben geht weiter. Ich höre nicht auf, nach meiner Traumfrau zu suchen. Oh, jetzt krieg ich auch schon Pipi. Ach, der arme Spatz. Warte, wir wünschen dir alles Gute, aber es musste einen Kandidaten geben, den man am Anfang direkt wieder rauskicken kann. Und das hat leider dich getroffen. Ehrlich gesagt auch gar nicht verstanden, warum der überhaupt dabei war. Aber jetzt weiß ich es einfach nur, damit man jemanden hat, den man relativ schnell rauswerfen kann. Das tut mir leid. Ich freue mich mega auf nächste Woche. Wie gesagt, immer montags um 18 Uhr kommt das neue Video zu Bachelor in Paradise. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen. Schaut bei Villa Wunst vorbei. Die Puzzle sind unten verlinkt. Und viel Spaß beim Puzzeln. Ciao.